So, einen schönen guten Abend zusammen. Ich starte jetzt mal und hoffe, dass Carmen gleich dazu stößt, extra ein bisschen eher, damit die Gelegenheit auch gegeben ist. Ich hoffe, man versteht mich gut und man kann mich auch sehen. Und jetzt schaue ich mal, wo. Na, noch sehe ich sie nicht. So, dann schauen wir mal, ob sie die Einladung annimmt. Beim letzten Mal hatten wir ja etwas Probleme zusammenzukommen. SPD Essen sieht auch zu. Und jetzt habe ich alles bestätigt. Dann schauen wir mal. Manchmal dauert es ja ein bisschen. Bis jetzt ist noch nichts zu sehen. Guten Abend, Dirk, guten Abend zusammen. Ja, ich würde auch schon was sagen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich versuche es nochmal. Ja, sie ist eingeladen. Also irgendwie. Mal schauen, ob ich noch was machen muss. Nochmal annehmen. Live gehen. So, zweite Mal. Ah, jetzt tut sich was. Jetzt hat's geklappt. Hallo Carmen. Hallo Sehen Dirk. tue ich dich, sehen tue ich dich noch nicht. Warum Kannst du nicht? mich sehen? Ja, ich kann dich sehen. Kannst du mich denn hören? Jetzt sehe und höre ich dich. Jawohl. Mensch, super. Hervorragend. Sehr gut. Dann. So, jetzt muss ich noch. Was musst du machen? Also von mir aus können wir anfangen. Jetzt höre ich dich nicht. Okay, das liegt vielleicht an deinen Kopfhörern. Ich schmeiß die mal weg. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Jetzt höre ich dich auch. Einfach laut in den Raum rein. So, da wollen wir nicht zu viel, da wollen wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Ja, Zeit verschwenden. Wie immer machen wir eine halbe Stunde. Erstmal schönen guten Abend an alle die, die heute dabei sind. Wir haben nach dem Beschluss im Bundestag noch gar nicht über das Cannabis-Gesetz geredet. Das wollen wir zum einen heute tun. Und zum anderen brennt ja vielen die Frage nach dem Vermittlungsausschuss auf der Seele. Zumindest nach all den Fragen, die ich bekomme. Und mein Tipp ist, Carmen, bei dir sind das nicht weniger. Und deswegen würden wir auch dazu gleich was sagen. Und das aber in der Reihenfolge erst ein bisschen was zum Cannabis-Gesetz, vielleicht auch ein paar Mythen oder Fehlinterpretationen ausräumen. Carmen, wenn du einverstanden bist, fange ich kurz an mit einer Frage, die mir immer wieder gestellt wird und gebe dann quasi gnadenlos an dich weiter. Also, was wir verändert und aus unserer Sicht auch deutlich verbessert haben, ist die Abstandsregel für den Konsum von Cannabis zu Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe jeglicher Art. Das waren 200 Meter festgetackert sozusagen um die Einrichtung drumherum. Da haben uns aber alle Beteiligten gesagt, nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die, die am Ende solch eine mögliche Übertretung überprüfen müssen, dass das nun wirklich nicht festzustellen ist. Und deswegen ist das geändert worden auf Sichtweite. Das heißt, die primäre Voraussetzung ist, man muss es sehen können, diese Einrichtung. Kann man sie nicht sehen, ist sie logischerweise nicht in Sichtweite. Und damit das aber nicht in die Unendlichkeit geht, also es mag ja Leute geben, die Adleraugen haben und eine Jugendeinrichtung noch auf 6 Kilometer Entfernung erspähen können. Damit das nicht in die Unendlichkeit geht, gibt es außerdem nochmal eine Regel, 100 Meter etwa. Das ist so klassisch das, was man auch als Sichtweite bezeichnen kann. Und der Irrtum, ich gebe zu, wir hätten das auch gerne geregelt, den einige dabei allerdings hatten, ist, das gilt für den Konsum im öffentlichen Raum. Das gilt nicht für die Lage des Cannabis Social Clubs. Da sind weiter die 200 Meter maßgeblich. Das hat sich, ich sag mal leider, aber das hat sich nicht ändern lassen im Verfahren. Das heißt, an der Stelle bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Das vielleicht erstmal zur Klarstellung, weil ich immer wieder die Anfrage kriege. Entweder glauben einige, die 200 Meter gibt es immer noch für alle, falsch, für Konsumentinnen und Konsumenten im öffentlichen Raum nicht mehr.
Andere glauben aber und haben schon nachgerechnet, wo sie jetzt den Club machen können, weil sie keine Sichtweite haben. So einfach geht das leider nicht. So, das war jetzt mein erster Punkt sozusagen. Carmen, dann häng dich einfach dran oder mach, was bei dir oft auftaucht sozusagen. Ja, wir haben, bei mir taucht sehr häufig auf, wie ist das denn alles kontrollierbar? Und auch die Polizei hat uns immer wieder gesagt, na ja, wenn man bei 25,01 Gramm sofort in der Strafbarkeit ist, dann denken wir, müssen wir eigentlich jeden Menschen, der konsumiert, draußen im Park kontrollieren, um zu schauen, wie viel Gramm hat diese Person eigentlich mit. Das haben wir uns im parlamentarischen Verfahren natürlich auch angeschaut und gesagt, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass die Polizei eine Einschätzungsprärogative hat, so heißt das. Deswegen haben wir Ordnungswidrigkeitskorridore gemacht. Das bedeutet, man ist bei 25,01 Gramm nicht sofort in der Strafbarkeit, sondern in der Ordnungswidrigkeit. Das heißt, die Polizei kann quasi hat ein bisschen mehr Einschätzungsspielraum. Das Gleiche gilt übrigens für die Besitzobergrenze im privaten Bereich, die wir angehoben haben auf 50 Gramm. Auch hier ist es so, zwischen 50 und 60 Gramm getrocknetes Cannabis, das haben wir auch nochmal ganz klar gemacht im Gesetzentwurf, ist man nicht in der Strafbarkeit, sondern in der Ordnungswidrigkeit. Das war ganz schön wichtig. Und auch beim Führerschein haben wir richtig viel hinbekommen, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das hatten wir euch ja auch immer, ich würde sogar sagen, versprochen. Dirk, vielleicht kannst du noch mal sagen, was wir denn da gemacht haben. Also beim Führerschein gibt es ja zwei Punkte, die zu regeln sind. Das eine ist die Führerschein-Erlaubnisverordnung, die sogenannte. Da war bisher es eben so, weil Cannabis ja auch dem Betäubungsmittelgesetz zugeordnet war, dass im Zweifel sogar das schlichte Mitführen von Cannabis, also nicht mal das Fahren und Mitführen, sondern das Mitführen von Cannabis schon Zweifel an der grundsätzlichen Fahreignung auslösen konnte und damit bereits zu den ganzen Verfahren, die viele ja leider aus leidlicher eigener Erfahrung kennen. Diese Aspekte haben wir geändert. Das ist jetzt im Grunde genommen, jetzt kann man sagen, wir vergleichen es sonst auch nicht, aber an der Stelle kann man es dann mal vergleichen. Das ist jetzt im Grunde genommen vergleichbar zu Alkohol und anderen legalen Dingen. Was noch nicht so umfangreich dann tatsächlich geändert wurde, ist, es gibt ja noch die Frage der Grenze, also was messe ich, wie kann ich das messen und ähnliches mehr. Da ist eine Expertin-Expertenkommission zurzeit dran, die allerdings die Pflicht hat, bis 31.03. vorzulegen. Und dann muss aus dem, was vorgelegt wird, dann aber noch ein Gesetz gemacht werden. Das steht auch im Gesetz so drin. Aber bis 31.03. sollte es dazu auch neue Werte geben und oder einen neuen Wert. Ich hoffe, es gibt nicht Werte. Wobei, es könnte ja auch, wenn man sich an Kanada und anderen orientiert, kann es ja auch Ober-Untergrenzen gehen. Also das insofern lasse ich es mal offen. Und ich gehe davon aus, dass die deutlich über 1 NG liegen werden, weil 1 NG ist im Grunde die Nachweisgrenze. Also es ist eigentlich ja kein wirklicher Wert sozusagen. Da wird mehr kommen. Aber wie gesagt, das gilt noch nicht mit dem Inkrafttreten des Gesetzes, sondern bis dahin müssen nur die Vorschläge vorliegen und die müssen dann gesetzt werden. Ich denke aber, man sagt nichts Falsches, da es ja jetzt keinen Grenzwert gibt, sondern nur den gerichtlich geschaffenen, hindert natürlich niemand Gerichte daran, sobald die Expertenkommission ihre Vorschläge vorgelegt hat, auch die eigene Schaffung der Gerichte, also sozusagen den eigenen Rechtschaffungsprozess, zu verändern und darauf abzustellen. Mein persönlicher Tipp wäre, dass das wahrscheinlich auch passieren wird, weil es eben keinen also gäbe es schon einen gegenteiligen Wert, also ständ ein NG im Gesetz, könnte das ein Gericht natürlich eigentlich nicht machen, steht das nicht drin, dass die Gerichte haben selbst diesen ein NG-Wert geschaffen, können sie ihn jederzeit auch anders schaffen. Es gibt meines Kennerkenntnis nach auch schon Gerichte, die ein bisschen anders geurteilt haben, aber das wird dann möglicherweise noch. Also das haben wir beim Führerschein auch schon gemacht und ich glaube, das ist ein richtig guter Weg und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Expertin der Expertenkommission vorlegen wird. Eigentlich sind die Grundlagen dafür ja da. Genau. So viel zum Führerschein. Weil viele fragen, ist das dann zustimmungspflichtig, wenn wir einen gesetzlichen Grenzwert machen? Nach aktuellem Stand gehen wir nicht davon aus, dass ein Grenzwert für den Straßenverkehr zustimmungspflichtig ist. Wie immer ohne Gewähr, aber Stand jetzt sagen uns kluge Juristinnen und Juristen, dass das nicht der Fall ist. Und was wir auch noch geändert haben im parlamentarischen Verfahren, da habe ich sehr drum gekämpft, um gebundene Ermessensentscheidungen oder nicht. Das Genehmigungsverfahren für Anbauvereinigungen, da sind wir noch mal ein bisschen dran gegangen. Ihr wisst ja, ich wohne in Bayern, da ist schon angekündigt worden, dass das hier so restriktiv wie möglich gehalten wird und man doch besser das Bundesland verlassen muss. Ich würde auf dieses Geschrei auf jeden Fall nicht reinfallen. Wir haben es geschafft,
im parlamentarischen Verfahren jedwedes Ermessen zu streichen aus den Genehmigungsvoraussetzungen. Davor im Regierungsentwurf war es so geregelt, dass die Genehmigungsbehörde auch nochmal Leute hätte einladen können. Und wenn dann der Eindruck entstanden wäre, dass da ein Missbrauchspotenzial ist bei Cannabis, dann hätte man die Genehmigung verweigern können. Das hat natürlich auf der anderen Seite auch wieder Missbrauchspotenzial bei der Behörde, eben wenn man so einen Behördenchef hat wie Markus Söder. Deswegen haben wir gesagt, nee, das wollen wir anders. Wir definieren ganz klar, welche Voraussetzungen müssen vorliegen. Und dann muss die Behörde die Genehmigung für die Anbauvereinigung erteilen. Das gilt in Bayern, das gilt in Schleswig-Holstein, das gilt dann überall in Deutschland. Und da kann Bayern dann auch nichts dagegen tun. Genau. Und ist ganz lustig, wenn man jetzt hier so das Durchlaufen der Schriften mitverfolgt. Während einige schreiben, wir wissen das alles, kommt endlich zum Vermittlungsausschuss, schicken andere ganz viele Fragen. Also irgendwie kann es jetzt nicht allen so bekannt sein. Ich will eine Frage, die aufgetaucht ist, doch mal aufgreifen und beantworten. Das ist die Frage, ob die Konsumregeln auch für Cannabis-Patienten gelten. Ja, die gelten für den Konsum von Cannabis. Da wird nicht differenziert. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn ich ein Medikament bekomme, das ich unbedingt zu jetzigen Zeitpunkt, keine Ahnung, weil es eine akute Anfallsituation ist oder ähnliches, nehmen muss, dann ist es schon so, dass ich das Medikament natürlich nehmen kann, auch wenn das Cannabis heißt möglicherweise. Aber es muss schon einen begründeten Anlass dafür geben, dass es jetzt genau da vor der Jugendeinrichtung geschehen muss. Ansonsten gilt für den Konsum von Cannabis, unabhängig davon, ob Patientinnen oder Patienten, immer die Sichtweite von Jugend- und Kindereinrichtungen, die ist ausgeschlossen für den Konsum von Cannabis. Für den Konsum übrigens, nicht für das Mitführen. Also das Mitführen hat, das ist auch eine Frage gerade nochmal gewesen, es geht um den Konsum. Also ich muss jetzt nicht 100 Meter, wenn ich Cannabis in der Tasche habe, um Einrichtungen rumgehen. Es geht darum, ich darf nicht konsumieren in der Nähe von Einrichtungen. Wenn ich mit nicht mehr als 25 Gramm, egal wo, erwischt werde, ist das kein Straftatbestand und auch keine Ordnungswidrigkeit mehr. Und 30,01 Gramm, das war gerade auch nochmal die Frage. Ja, irgendwo endet der Ermessensspielraum. Und das gilt auch nicht nur für Bayern. Für all diejenigen, die geschrieben haben, in Bayern 30,01 Gramm. Das gilt dann tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und überall. Ab 30,01 Gramm ist man tatsächlich dann wieder in der Strafbarkeit. Wir haben aber eben einen Korridor von 5 Gramm und den kann man zumindest wiegetechnisch aus meiner Sicht und nicht mal so eben aus Versehen dann noch überschreiten. Das vielleicht noch mal dazu. Ich will eins aber auch noch mal sagen zu Dingen, die wir durchaus verschärft haben. Das ist der Aspekt Kinder- und Jugendschutz. Gerade bei der Strafbarkeit, Abgabe an Kinder und Jugendliche, genau das wollen wir vermeiden. Deswegen ist das noch mal auch künftig mit höheren Strafen bewährt, wenn ich Kindern und Jugendlichen Cannabis zugänglich mache, es also abgebe an Kinder und Jugendliche. Das geht tatsächlich gar nicht und das wollen wir auch auf keinen Fall. Kam, hast du noch einen Punkt, der bei dir öfter auftaucht? Nee. Ich glaube, das waren jetzt so grundsätzlich die wichtigsten Änderungen, die wir im parlamentarischen Verfahren vorgenommen haben. Insgesamt haben wir ja 30 Änderungsanträge. Wir haben auch noch ein bisschen was gestrichen, wie nochmal eine extra Regelung zum Nachbarschaftsschutz. Da haben wir jetzt einfach eine Verweisung ins Bundesemissionsschutzgesetz gemacht und so. Ganz kleine Feinheit für die Juristinnen und Juristen, aber glaube ich für die Masse nicht relevant. Ich würde sagen, wir kommen jetzt eher mal zum Vermittlungsausschuss, denn wir haben es ja jetzt im Bundestag beschlossen, das Gesetz, mit großer Mehrheit, möchte ich sagen. Und genau, jetzt geht das Gesetz seinen Weg und jedes Gesetz muss in den Bundesrat. Sowohl zustimmungspflichtige Gesetze als auch Einspruchsgesetze. Und das heißt, das Cannabisgesetz steht am 22.03. auf der Tagesordnung des Bundesrates und genau, muss dort beraten werden und jetzt steht im Raum von einigen Ministerinnen und Ministern, die nicht ganz so zufrieden sind mit dem Gesetz, dass man doch einen Vermittlungsausschuss anrufen wollen würde. Dirk, vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, wie genau wird sowas funktionieren? Genau. Also zunächst mal, und das ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird, finden vor dem sogenannten Plenum im Bundesrat auch diverse Ausschüsse statt. Das ist ähnlich wie bei uns im Bundestag. Also da gibt es einen Gesundheitsausschuss, da gibt es einen Innenausschuss und diverse mehr.
Diese Ausschüsse beraten zunächst mal das Gesetz und geben eine Empfehlung, ausschließlich eine Empfehlung für die Frage ab, ob der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Das kann durchaus auch mit Mehrheit passieren in den nächsten Wochen, weil in den Ausschüssen in aller Regel ja nur ein Minister, eine Ministerin sitzt, die gehören dann einer Partei an. Und da können die Mehrheitsverhältnisse anders sein als im Bundesrat im Plenum, weil da die Koalitionen nicht in dem Sinne vertreten sind und in aller Regel man auch nicht unbedingt auf das guckt, was sozusagen Koalitionsvereinbarung ist. Das heißt, es kann sein, dass wir in den nächsten zwei Wochen, dritter ist glaube ich in zwei Wochen, in den nächsten ungefähr drei Wochen, in den nächsten Wochen erleben werden, dass Ausschüsse des Bundesrates empfehlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Mit unterschiedlichen Mehrheiten möglicherweise, kann ich gar nicht genau sagen. Das ist aber noch nicht der Beschluss zur Anrufung des Vermittlungsausschusses. Der wird, ähnlich wie ein Gesetz, erst im eigentlichen Plenum, also in der Gesamtsitzung des Bundesrates, gefasst letzten Endes. Und ob es dann am Ende dazu kommt, das entscheidet halt die Mehrheit des Plenums. Und bei der Mehrheit des Plenums muss man halt berücksichtigen, dass in aller Regel in Koalitionsverträgen und fast alle Regierungen in diesem Land sind Koalitionsregierungen in den Bundesländern, in Koalitionsverträgen drinsteht, dass sich sozusagen die Koalitionspartner einigen müssen, wie sie abstimmen. Und wenn sie sich nicht einigen können, dann müssen sie sich im Zweifel enthalten. Auch das ist häufig Teil des Koalitionsvertrages. Das heißt, wenn es nicht ausreichend Stimmen am Ende im Plenum gibt, weil sich einige enthalten, sicherlich auch einige nicht dafür stimmen werden, den Vermittlungsausschuss anzurufen, dann wird eben kein Vermittlungsausschuss angerufen. Es muss die Mehrheit des Bundesrates am Ende dafür sein. Ist die Mehrheit des Bundesrates am Ende dafür, dann kann der Vermittlungs- oder wird der Vermittlungsausschuss angerufen, höchstwahrscheinlich vom Bundesrat. Das kann wieder in unterschiedlichen Arten passieren. Man kann ihn zu einem Themenschwerpunkt anrufen. Also die Justizministerinnen und Justizminister haben ja deutlich gemacht, ihnen geht es vor allen Dingen um die Regelung des Inkrafttretens und dabei allerdings vor allen Dingen um die Frage der Amnestieregel. Also es kann sozusagen für einen Punkt dann der Vermittlungsausschuss angerufen werden, einen Aspekt, was diesen nicht unbedingt hindert, auch andere aufzugreifen. Aber das wäre dann eine beschränkte Anrufung sozusagen. Der Vermittlungsausschuss kann aber auch angerufen werden, um sich über das Gesamtgesetz zu einigen. Je nachdem, was dann am Ende das Plenum dazu entscheidet. Wir gehen nach wie vor davon aus und hoffen auch darauf, dass es keinen Vermittlungsausschuss geben wird, weil wir schon glauben, dass wir das Gesetz, nein, sicher sind, dass wir das Gesetz so vernünftig gemacht haben, dass der nicht notwendig ist. Aber letzten Endes ist das tatsächlich keine Entscheidung mehr, die in den Händen sinnvollerweise auch der Bundestagsabgeordneten liegt. Es ist ja die zweite Kammer und die soll natürlich ihr Recht auch haben, damit umzugehen. Karim, ich habe jetzt einiges erläutert. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, weil ich weiß, du hast gerade nach einer niedlichen jungen Dame gucken müssen, die ganz offensichtlich Unterstützung anderer Art brauchte. Also zu den Ausschüssen habe ich kurz was gesagt, auch dass wir damit rechnen können, dass da womöglich Beschlüsse entsprechend fallen, dass die aber nicht abschließend sind. Und dann habe ich zum Bundesrat was gesagt. Vielleicht sagst du noch mal was zur Zusammensetzung und dazu, wie so ein Vermittlungsausschuss dann funktioniert. Ja, genau. Ich bin wieder da. Tochter ist versorgt. Genau, ja, also ich war selber schon mal Mitglied in einem Vermittlungsausschuss, beziehungsweise der Vermittlungsausschuss selbst wird eigentlich am Anfang jeder Legislatur gewählt. Da sitzen ausgewählte Abgeordnete drin und wenn ein Vermittlungsausschuss angerufen wird, dann gibt es Verhandlungsgruppen. Und die sind häufig besetzt mit, also ein Vermittlungsausschuss zum Cannabisgesetz würde Karl Lauterbach leiten als zuständiger federführender Minister und dann würde quasi das Parlament Menschen zum Verhandeln entsenden und die Länder. Und im Parlament ist das dann häufig der zuständige Berichterstatter, also Dirk, du würdest möglicherweise in einem Vermittlungsausschuss sitzen oder vielleicht dann auch noch Heike Behrens, Dagmar Schmidt. Also alle, die quasi für dieses Gesetz zuständig gewesen sind, würden für die SPD in diesem Vermittlungsausschuss sitzen, beziehungsweise in der Arbeitsgruppe. Die Länder entsenden auch Menschen, die dort sitzen. Das sind häufig die Ministerinnen und Minister. Und zwar alle Bundesländer. Also in einem Vermittlungsausschuss sitzt dann sowohl Bayern als auch Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, alle sind mit dabei und dann wird halt verhandelt und alle haben die Punkte mit dabei, die sie ändern wollen und du hast es ja vorhin schon gesagt, könnte auch nur ein eingeschränkter Anrufgrund sein,
Oder man macht halt das ganze Gesetz komplett auf. Ja, also ich bin aktuell tatsächlich auch ganz guter Dinge, weil auch wenn jetzt zum Beispiel der Justizminister aus Nordrhein-Westfalen sagt, er möchte eigentlich einen Vermittlungsausschuss, eine Vermittlungsausschussinitiative aus dem Rechtsausschuss heraus, kann es trotzdem sein, dass sich seine Partei dagegen entscheidet, insgesamt im Plenum dann den Vermittlungsausschuss anzurufen und sich enthält. Und Enthaltungen, die gelten im Plenum wie eine Nein-Stimme. Und wenn also die Frage lautet, soll es einen Vermittlungsausschuss geben, ja oder nein, und sich jemand enthält, ist es eigentlich eine Nein-Stimme. Und deswegen glaube ich schon, dass wir quasi den einen oder anderen Minister oder Ministerin hören, die dafür ist, einen VA anzurufen, am Ende des Tages aber die Gesamtpartei sich dann dafür entscheidet, das in letzter Konsequenz doch nicht zu tun. Das ist übrigens tatsächlich nicht ungewöhnlich. Also wir haben schon öfter erlebt, dass wir aus diversen Ausschüssen gehört haben, man will anrufen, dann aber am Ende im Plenum keine Anrufung zustande gekommen ist. Es kann übrigens auch genauso umgekehrt sein. Also es kann auch sein, dass die Ausschüsse das passieren lassen, aber das Plenum sich aus welchen Gründen auch immer, man hat kurz vorher noch, keine Ahnung, an anderer Stelle Stress gekriegt, sich entscheidet doch noch anzurufen. Das heißt, leider, und das ist eine Frage, die immer, immer wieder gestellt wird. Wir können hier prognostizieren bis zum Abwinken. Man kann rechnen, man kann überlegen, wie das alles ausgehen könnte. Wirklich wissen werden wir es erst am 22.3. Vorher ist alles sozusagen Spekulation. Und deswegen können auch wir nicht verbindlich sagen, gibt es einen Vermittlungsausschuss oder gibt es keinen Vermittlungsausschuss? Also zum einen sind wir nicht wirklich federführend und zuständig. Und zum anderen, es entscheidet am Ende das Plenum des Bundesrats und das tagt am 22.3. Und dann wird es darauf ankommen, auch wie sich die einzelnen Koalitionen in den Bundesländern verhalten. Nicht nur, wie einzelne Ministerinnen und Minister letzten Endes bestimmte Sachverhalte sehen. Und das müssen wir tatsächlich auch abwarten. Es werden, das weiß ich ja, viele Gespräche geführt, natürlich immer wieder im Hintergrund, informierend, aufklärend. Aber ob das am Ende zum Ziel führt, das können wir nicht sagen. Und ob am Ende die Mehrheiten reichen, um einen Vermittlungsausschuss anzurufen, können wir auch nicht sagen. Wenn es dazu kommt, das kann man allerdings leider sicher sagen, dann werden die Fristen nicht gehalten, die im Gesetz stehen. Weil wenn der Vermittlungsausschuss tagt, tritt das Gesetz nicht in Kraft, bis der Vermittlungsausschuss ein Ergebnis hat und das Ergebnis dann entsprechend beschlossen wurde. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass es dann rückwirkend in Kraft tritt, sondern es tritt dann eben nach Abschluss des Vermittlungsausschusses in Kraft. Karin, kannst du noch was dazu sagen? Weil da gibt es ja auch viele Spekulationen, wie lang sowas sich dann ziehen kann. Naja, also es kann sich schon lange ziehen. Also das, es gibt also Verhandlungen, die gehen super schnell. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel politischer Wille auch dahinter steckt, schnell durch so einen Vermittlungsausschuss zu kommen, wie groß der Gegenstand ist, über den man verhandelt. Und tatsächlich ist es ja, ich sage jetzt einfach mal, nur ein Einspruchsgesetz. Also theoretisch könnten wir als Bundestag auch einen Vermittlungsausschuss ablehnen mit einfacher Mehrheit und es zurückweisen, dass wir in den Vermittlungsausschuss gehen. Das passiert aber nicht. Selbstverständlich reden wir mit unseren Ländern, wenn sie Redebedarf haben und man das vorher nicht ausräumen konnte. Aber das muss quasi dreimal scheitern, der Vermittlungsausschuss, bevor man dann tatsächlich sagt, okay, nee. Jetzt sagt der Bundestag, reicht jetzt mit dem Verhandeln, jetzt geht's weiter. Ich glaube aber, sollte es zu einem Vermittlungsausschuss kommen, dann haben alle ein großes Interesse daran, dass es schnell über die Bühne geht, weil zumindest selbst bei denen, die jetzt gesagt haben, sie würden gerne nochmal über das Inkrafttreten sprechen, habe ich nicht wahrgenommen, dass sie das Gesetz grundsätzlich verhindern wollen. Kann aber natürlich trotzdem passieren. Und deswegen halte ich das Anrufen von einem Vermittlungsausschuss für höchstgradig gefährlich. Bin, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen irritiert darüber. Also, dass es jetzt mal kritische Stimmen aus unserer Partei gegeben hat, das ist schon im ganzen Verfahren so. Aber dass es von den Grünen auf einmal kommt, finde ich ganz seltsam. Und selbst die Linken in MV haben sich ja kritisch geäußert. Also da kippen quasi Parteien, die die Legalisierung so vor sich hergetragen haben, bis zum geht nicht mehr auf einmal um. Das finde ich ganz, ganz seltsam und wie gesagt, höchstgradig gefährlich für das Grundanliegen, was wir
alle haben. Und genau, bin aber wie gesagt noch guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Ja, wobei man einschränkend sagen muss, es gibt hoffentlich nicht Parteien, die sich dafür eingesetzt haben. Bisher habe ich den Eindruck, die stehen alle noch, auch unsere übrigens, auch wenn es da kritische Stimmen gab. Aber es kippen zunehmend einzelne Personen und möglicherweise eben welche, die dann in den Ländern uns Schwierigkeiten bereiten. Ich gehe aber davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Ministerinnen und Ministern und mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat auch reden werden, um das in irgendeiner Form zu erläutern und damit umzugehen. Aber wie gesagt, was einzelne Stimmen sagen, ist sowieso zunächst mal nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wird am Ende es ausreichend Länder geben, die tatsächlich zustimmen. Dazu müssten dann allerdings auch von den eigentlich Befürworterinnen und Befürwortern, welche mitgehen. Sonst kann das nicht klappen. Das kann man ja unschwer ausrechnen. Das ist ja nicht ganz so schwierig beim Bundesrat. Das ist ja alles aufgezeigt sozusagen. Genau. Ja. Das vielleicht noch mal dazu. Ich will an der Stelle noch mal sagen, ich persönlich fände es wirklich schrecklich, wenn wir noch weiter und länger Menschen kriminalisieren, in Existenznöte treiben und letztlich ja auch unendlich viele weitere Verfahren anhäufeln würden. Das muss man halt bei all den Argumenten, die immer wieder gebracht werden, einfach mit bedenken. Ich will aber auch sagen, das wäre auch für die Gesundheitspolitik ein wirkliches Problem, weil wir viele Millionen Präventionsmittel nicht freigegeben kriegen, wenn das Ganze passiert, was natürlich bedeutet, dass auch das erst viel später startet, weil wir die Veränderungen, die wir im Bereich Cannabis als Medizin machen wollen, und da ist auch das Weg aus dem BTMG ein wichtiger Aspekt, diese Verbesserung für viele Patientinnen und Patienten nicht auf die Kette kriegen, es für die Ärztinnen und Ärzte weiter riesig schwierig bleibt. Und last but not least, weil es auch wirtschaftlich erhebliche Konsequenzen hätte. Wir torpedieren weiterhin den Anbau von Cannabis als Medizin in Deutschland, wenn das Gesetz nicht zustande kommt. Und das bedeutet, dass wir ganz viel auch wirtschaftlich da in Schaden setzen. Und da bin ich noch bei einem Punkt, Carmen, und dann gebe ich gern nochmal an dich, der auch immer wieder gefragt wird. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Fragen, aber bei mir läuft auch nichts mehr durch zum Vermittlungsausschuss mehr gesehen. Ich glaube, das haben wir auch weitgehend erschöpfend geklärt. Das ist die Frage CBD, Nutzhanf, Rauschklausel etc. pp. Ja, die Rauschklausel ist nicht entfernt worden bei diesem Gesetz. Die ist immer noch da und sie ist ein Riesenproblem und sie sorgt auch dafür, dass es in Deutschland erhebliche Probleme beim Anbau von Nutzhanf und auch für viele CBD-Shops und andere gibt. Das ist aber nicht böser Wille und das war auch kein Problem der Einigung, sondern es war relativ glaubwürdig dargestellt worden, dass dieser Eintrag am Ende das Gesetz notifizierungspflichtig bei der EU machen würde. Und das hätte das Inkrafttreten irre hinausgezögert, wenn es überhaupt dazu gekommen wäre. Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Es gibt aber den übereinstimmenden Willen aller Koalitionspartner, dass, sobald das Gesetz beschlossen ist, und auch das ist dann wieder ein echter wirtschaftlicher Brocken, der sich verschiebt, das dann auch möglichst schnell mit einem anderen Gesetz zu machen, das bei der Notifizierung nicht das Riesenproblem letzten Endes aufweisen wird. Weil in anderen Ländern gibt es die Klausel ja nicht. Und insofern kann es eigentlich auch nicht zur Ablehnung kommen. Das Problem ist nur, hätten wir dieses Gesetz notifizierungspflichtig gemacht, hätte die Ablehnung am Ende aus ganz anderen Gründen erfolgen können. Und deswegen war das uns so wichtig, dass das da nicht vermengt wurde. Das vielleicht nur noch mal zur Klarstellung, weil immer wieder ich auch von Leuten, die mit CBD-Blüten zu tun haben und Leuten, die mit dem Nutzhanf was machen wollen, auch von Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich angesprochen werde, wann denn dieses Drama endlich endet. Auch das endet erst, wenn das Gesetz beschlossen ist und wir dann den nächsten Schritt gehen können. Und vielleicht kam, wenn du willst, noch ein Satz zu Säule 2 bei nächster Schritt. Ja, mache ich gerne. Oder dann du wieder, weil ich will, glaube ich, noch was zur Amnestie sagen, weil okay, das haben wir heute noch gar nicht gehabt. Das ist ja eine der Gründe, warum die Grünen sich jetzt auf ein späteres Inkrafttreten eingeschossen haben, also zumindest aus NRW heraus. Und auch aus Hamburg heraus, die Hamburger Grünen wollen es aktuell auch meines Wissens da. Das liegt daran, dass die EDV-Erfassung in den Ländern ganz, ganz schlecht ist. Wir haben ja geregelt, dass alle laufenden Verfahren oder Strafen, die in der Vollstreckung sind, neu berechnet werden müssen, weil wir nicht wollen, dass Menschen für etwas bestraft werden, was nicht mehr strafbar ist. Das hört sich ja auch erstmal logisch an. Genau. Und das Problem der Staatsanwaltschaften ist bei dem Umsetzen, dass sie nirgendwo
sehen können, ob jetzt jemand wegen Cannabis verurteilt wurde, wegen Heroin, wegen Crack oder was auch immer. Das heißt, sie sehen in ihren Dateien nur Vollstreckung wegen BTM. Das heißt, sie müssen quasi jede einzelne Akte in die Hand nehmen oder digital aufschlagen, wenn sie denn schon digitalisiert sind, und gucken, wegen welcher Droge ist diese Person verurteilt worden und welche Mengen waren das eigentlich. Das heißt, es ist ja, es ist Mehrarbeit für die Justiz, weil sie sehr, sehr viele Akten anpacken müssen. Die wenigsten davon werden tatsächlich unter diese Amnestieregelung fallen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Und die einzige Situation, in der die Bundesländer in Entschädigungszahlungen laufen, ist eigentlich die Situation, wenn Menschen im Gefängnis sitzen, obwohl bei einer Neuberechnung der Strafe kein Freiheitsentzug mehr da wäre. Aber das, muss ich sagen, kann man in 5 Wochen schaffen, die Akten aller Insassen im Gefängnis mal anzuschauen, die wegen Betäubungsmittel verurteilt worden sind, um dann eine Neuberechnung vorzunehmen. So viel Vertrauen habe ich in die Justiz. Ich weiß, die können das. Und man liest es ja auch überall. Jeder weitere Tag, den wir das nicht in Kraft treten haben, sind 500 Strafverfahren mehr, die dann aber auch wieder eingestellt werden müssen, die dann auch wieder möglicherweise neu bewertet werden müssen. Also macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, so zu argumentieren, insbesondere weil die Justizministerinnen und Minister schon lange wussten, was auf sie zugekommen ist. Ich kann das verstehen, dass man das nicht gerne hat. Die Justiz ist unfassbar überlastet und der Pakt für den Rechtsstaat 2.0 wäre schon längst überfällig. Genau, aber das ist kein Grund, um ein Inkrafttreten nach hinten zu schieben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und im Übrigen auch zum Beispiel die Meinung der neuen Richtervereinigung. Also es gibt auch Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, die sehen das ganz genauso wie ich. Genau, und deswegen hoffe ich, dass da viele Länder stabil sind. Eins zum Beispiel ist Hessen. Da hat der Justizminister seine Pressemitteilung vor ein paar Tagen zurückgezogen, dass er einen Vermittlungsausschuss anrufen möchte, einfach weil man sich in der großen Koalition, die es in Hessen gibt, offensichtlich uneins darüber ist, ob man den Vermittlungsausschuss anruft. Und das bedeutet eine Enthaltung. Aber jetzt genau. Eine 2, Dirk. Ja. Ach, genau. Da haben wir jetzt noch eine Minute für Zeit oder ein paar Sekunden. Wir können eigentlich auch noch nicht so viel dazu sagen. Also mehr als sozusagen das, was bisher bekannt ist, kennen wir auch noch nicht. Aber wir wissen und sind zuversichtlich, nein, wir wissen eigentlich, sobald das Gesetz jetzt beschlossen ist, wird es mit an Säule 2 gehen und mit Säule 2 weitergehen. Wir bleiben da auch intensiv am Ball. Denn eins ist völlig klar, für mich auf jeden Fall, das kann nur der erste Schritt sein. Mit dem Ergebnis dieses Gesetzes bin ich zufrieden, weil wir endlich entkriminalisieren und eine Menge Dinge positiv voranbringen. Aber abschließend zufrieden kann man erst sein, wenn die Legalisierung, vergleichbar Kanada oder anderer Länder, die diesen Gesamtweg gegangen sind, endlich ganz durch ist und auch niemand mehr auf Eigenanbau oder möglicherweise einen Cannabis-Club oder was auch immer angewiesen ist. Ich will das nicht schlecht machen, ist bestimmt auch eine schöne Sache. Und wenn man eine schöne Gemeinschaft hat, klasse. Aber trotzdem ist es einfach für viele auch wichtig, dass sie das Cannabis legal, und zwar das, von dem sie auch wissen, was es ist, was es enthält, dass sie das legal erwerben können. Und deswegen ist Säule 2 so wichtig, Modellprojekte. Ich hoffe, dass sich dann viele schnell entschließen, die auch zu machen. Und für mich ist das Allerwichtigste natürlich, dass danach dann Säule 3 kommt. Das werde ich politisch nur noch aus dem Hintergrund betrachten können. Aber da kamen wir das ganz sicher dann in der nächsten Legislatur ins Ziel schubsen. Weil am Ende muss halt stehen, dass wir flächendeckend eine vernünftige Ladenstruktur haben und nicht mehr den Schwarzmarkt sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das vielleicht jetzt noch zu Säule 2. Also da gehen wir ran, sobald das Gesetz jetzt durch ist. Auch das würde möglicherweise natürlich durch den Vermittlungsausschuss dann ein bisschen nach hinten geschoben werden. So, jetzt hoffe ich, haben wir einige Fragen beantwortet. Es tut mir leid, dass wir zu der allumfassenden Frage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht, keine abschließende Antwort geben können. Wir werden uns dann aber sicherlich, das kann man glaube ich zusagen, nach dem 22.03. so oder so kurzfristig wieder melden, um dann einzuordnen, was mit ihm, der hoffentlich nicht kommt, oder wie es jetzt ohne ihn dann aussieht, um das dann nochmal deutlich zu machen. Ein paar Dinge, wie das jetzt mit den Clubs ist und den Fristen und ähnlichen Sachen mehr, haben wir ja noch nicht erörtert. Und dann können wir auch nochmal Fragen sammeln. Und wenn das stimmt, was einige schreiben, dass sie eigentlich keine Fragen mehr haben, nur noch den Vermittlungsausschuss sehen wollen,
dann brauchen wir uns vielleicht auch nicht wieder melden. Dann sagen wir nur, war nicht. Und ihr könnt dann jetzt klarkommen mit dem Gesetz. Kam. Dir herzlichen Dank. Ja. Ich weiß, dass du jetzt bestimmt nochmal nach deiner Tochter gucken musst, ob die auch irgendwann ins Bett kommt. Das ist auch ganz wichtig. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, euch allen auch. Und das Ganze hier wird natürlich wie immer in meinem Account weiter ersichtlich sein. Ich denke auch bei Carmen, das schauen wir gleich, dass ich das irgendwie hinkriege. Alles klar. Dankeschön und ja, ich auch. Dankeschön und bis demnächst. Ja, schönen Abend euch. Ciao.